Also ihr sucht euch im Schneidersitz eine aufrechte Sitzhaltung mit genügend Unterlage. Achtet auf eure Füße. Nach Möglichkeit liegen sie wirklich voreinander und nicht in dieser überkreuzten Position. Der halbe Lotus an die ist auch fein, wenn euch das leicht fällt. Achtet nur darauf, dass nicht ein Fuß sozusagen unter den anderen schiebt, sondern dass beide Hüften die Möglichkeit haben, da jetzt gut in die Außenrotation zu kommen. Ihr merkt es dann so im Rist, im Übergang zum Unterschenkel. Wenn ihr die Höhe der Unterlage gut gewählt habt, dann ist dieser Kontakt zum Boden schön flach und eben. Und ich habe da auch kein unangenehmes Druckgefühl. Je offener die Hüften, umso leichter tut sich die Wirbelsäule in der Aufrichtung. Und umso besser erreichen wir dann eben auch unseren Rücken, den wir jetzt schon angesprochen haben, mit der Bewegung. Schließt die Augen. Ihr wisst, wir haben in der Einheit viel Zeit zu spüren, wahrzunehmen, zu beobachten. Ihr habt genügend Zeit, dann auch in der Bewegung zu beobachten, die Veränderungen wahrzunehmen, die stattfinden, nachzuspüren. Probiert im Geist wirklich so ein bisschen diese Neugier, diese Erfahrungslust auch zu wecken. Es ist ganz spannend, seinen Körper in Verbindung mit Geist, Emotion, Seele zu beobachten, wahrzunehmen, was löst eine Bewegung aus, wo schränkt uns vielleicht eine Emotion ein, wo lenkt uns ein Gedanke ab. Und diese ganz kleinen Dinge auch zu spüren, wo vielleicht eher schon sozusagen irgendwo tief im Inneren, irgendwo im Gewebe, in diesem Faszienapparat eine Blockade ist, eine Sperre. Auch im Gegenzug, wenn was ganz weich ist, wenn ich merke, da sitzt so diese Gelenksverbindung optimal, ich spüre diese Spielräume. Also versucht es mit dieser Neugier, mit dieser positiven Spannung da hineinzugehen in dieses Erfahren. Der Körper ist jetzt ganz ruhig und ihr versucht es mal abzuwarten, was sich so meldet. Bleibt ganz gezielt jetzt am Körper. Es ist leichter, sicher auch, weil ich euch da immer wieder mit meiner Stimme hinführe, dass die Gedanken jetzt nicht so abdriften. Wenn wir alleine in der Stille sind, ist es um einiges schwieriger. Wenn ihr für euch in der Stille die Dinge, die ihr beobachten könnt, vielleicht auch wirklich aussprecht, dann fällt es uns leichter, beim Körper in der Wahrnehmung zu bleiben. Also wenn ich das für mich mache in einer Art Meditation, dann sage ich mir in der Stille im Geist vor, wenn ich irgendwo im Körper einen Impuls spüre, egal ob das ein Kitzeln ist, ein Spannungsgefühl, eine Blockade, ein Gefühl von Weite, ganz gleich. Und oft komme ich wieder und wieder dorthin, also oft wiederhole ich wieder und wieder für mich geistig den gleichen Satz. Und dann kommt vielleicht irgendwo der Satz, der beinhaltet, dass ich eine Veränderung wahrgenommen habe in einem Bereich. Gebt euch da jetzt Zeit. Nehmt nur wahr, ob diese Beobachtungen, dieses Empfinden im Körper auch irgendwo über den Rücken stattfindet. Oft dann nur über eine Seite, einen Bereich auf einer Seite.
Euer Gesicht bleibt dabei ganz entspannt. Manchmal, wenn wir intensiv hinspüren, dann runzelt sich die Stirn. Bleibt weich im Gesicht. Wie gesagt, wenn die Unterlage nicht gut gewählt ist, aber natürlich auch, wenn wir es nicht so gewohnt sind, im Schneidersitz uns längere Zeit aufzuhalten, wird der Rücken sich unweigerlich ziemlich schnell bemerkbar machen. Und da beginnt schon oft so der Prozess, wo wir dann ein bisschen ausgleichen. Wenn uns die Aufrichtung von unten fehlt, macht vielleicht der Nacken dann im Ausgleich ein bisschen zu viel. Spürt es jetzt da noch für euch hin, ob ihr das Gefühl habt, das ist sozusagen ein schön harmonisches Bild. Mein unterer Rücken trägt seinen Teil zur Aufrichtung bei. Mein oberer Rücken, und das spielt sich natürlich auch immer auf der Vorderseite, auf dieser Gegenseite ab, Bauch, Brustraum. Und dann über die Halswirbelsäule. Probier, Angie, vielleicht ein bisschen das Kinn sinken zu lassen, die Schultern ein bisschen nach hinten unten zu holen. Alles im Kleinen und immer schauen, macht es für mich einen Unterschied. Aktiviert jetzt schon eure Bandas. Wenn wir dann in die Bewegung hineingehen, schauen wir, dass zumindest immer wieder dort der Fokus hingeht und eine Aktivierung, das Anheben über die Beckenbodenmuskulatur, das nach innen holen über den Nabel. Und bevor wir unsere Bewegung aufnehmen, suchen wir noch diese Verbindung zum Atem. Jeder geht für sich noch bewusster in die Ujjayi-Atmung, vielleicht waren einige von euch schon dort, ohne es ganz wahrzunehmen? Beobachtet noch ein bisschen, was der Atem entlang der Wirbelsäule macht. Wenn wir dann mal in der Bewegung sind, wird uns dieses Muster wahrscheinlich nicht mehr so bewusst sein. Diese tiefe Atmung, da passiert entlang der Wirbelsäule was. Durch die Aktivität im Zwerchfell, aber auch durch die ganze Atemhilfsmuskulatur, haben wir immer ein Wechselspiel aus Rückbeuge und Vorbeuge. Ganz im Kleinen. Strecken und zusammenziehen. Wieder ein Strecken und zusammenziehen. Das hilft uns auch im Alltag vielleicht ab und zu bewusster zu atmen. Dieses Wissen, die Atmung wirkt sich auf verschiedenen Ebenen aus und sie kann wirklich auch auf dieser vermeintlich simplen Ebene Körperspannung ganz viel lösen, wenn der Atem entlang der Wirbelsäule fließt, dann kann sich Spannung auch nicht so festsetzen. Dann lasst die Hände über die Knie so ein bisschen drüber gleiten, sodass die Handfläche auf der Kniescheibe aufliegt, die Finger umschließen das Knie, die Arme sind gestreckt. Ihr könnt gern noch die Augen geschlossen halten. Wir beginnen uns einzurollen mit der Ausatmung. Das Kinn geht zur Brust, dann folgt die Brust, dann die Lendenwirbelsäule. Das Öffnen mit der Einatmung, das Becken kippt vor, der untere Rücken schiebt vor, dann öffnet die Brustwirbelsäule, dann hebt leicht das Kinn an. Und so wechselt es ein paar Mal in eurem Tempo.
Das heißt, wir haben schon im Kleinen diese Bewegungsrichtungen Vor- und Rückbeuge. Wir machen uns bewusst, auch wenn wir dann Vor- und Rückbeuge in irgendeiner größeren sozusagen Sequenz üben, dass die Vorbeuge am besten über dieses Kinn zur Brust eingeleitet wird, die Rückbeuge aus dem unteren Rücken, also aus dieser Möglichkeit, im Becken zu kippen. Dann erreichen wir diesen schönen Dominoeffekt, dass ein Impuls gesetzt wird und der Körper weiß eigentlich von sich aus, was er zu tun hat. Er folgt diesem Impuls. Wir verstärken die gleiche Bewegung. Wenn ihr einatmet, nehmt ihr zusätzlich die Arme über die Seite mit. Ihr öffnet. Wenn ihr ausatmet, lasst über die Seite die Arme wieder Richtung Knie gehen. Gestreckte Arme, ganz runder. Wir schauen uns diese einzelnen Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule an. Das heißt, versucht es auch mit der Zeit, das Maximum sozusagen rauszuholen und natürlich gleichzeitig wahrzunehmen. Wir machen jetzt am Anfang alles ganz bewegt und bleiben dann nachher, wenn wir schon so ein bisschen mobiler sind, wärmer sind über die Muskulatur, auch in den einzelnen Bewegungsrichtungen nochmal drinnen. Einöffnet noch einmal. Ausatmen, setzt jetzt die rechte Hand zur Seite ab, die rechten Finger zeigen nach außen. Der linke Arm zieht noch mit dem nächsten Einatmen über den Kopf. Die Handfläche dreht mit dem Ausatmen nach unten. Die linke Hüfte senkt ab. Und ein, wieder zur Mitte. Aus zur anderen Seite. Die linke Hand zum Boden. Der rechte Arm zieht drüber. Ein Einatmen und Ausatmen bleiben. Den Blick seitlich. Die rechte Hüfte senkt ab. Und ein, wieder zur Mitte. Ausatmen, dreht sie über die rechte Seite, nimmt die linke Hand aufs rechte Knie und die rechte Hand setzt nur außen am Boden ab. Und dann lasst euch zuerst in dieser kleinen Drehung aber mal sinken. So dieses Gefühl, eure Stirn zieht Richtung linke Hand. Eure linke Hüfte bleibt offen. Wir haben ja immer auch irgendwo diese Verbindung aus den unterschiedlichen Bewegungsrichtungen. Eine leichte Drehung in dem Fall, aber natürlich auch eine Vorbeuge. So geht's Wilfried noch nach unten zuerst, mit der Stirn gefühlt Richtung linke Hand, genau wie so eine kleine Kugel rollt sie euch ein. Lasst es noch der linken Hüfte ein bisschen Zeit, die Gegenrichtung wieder zu fixieren, das hilft euch, auch wenn wir dann stärker in die Drehung gehen. Entspannt die linke Hüfte. Und aus der Position beginnen wir zuerst nach oben zu denken, wie als würde euer Scheitel Richtung Decke ziehen, ziehen, ziehen. Ihr kommt auf die Fingerspitzen der rechten Hand und dann mit einer Ausatmung geht sie weiter in die Drehung und lasst die rechte Hand ein bisschen nachgreifen. Wir bleiben nur einen Atemzug. Drehen langsam mit der Einatmung wieder Richtung Mitte zurück. Atmen aus. Nehmen die Arme mit der Einatmung hoch. Und drehen mit dem Ausatmen nach links. Gehen wieder in diese Kugel, rechte Hand. Zum linken Knie, Stirn, gedanklich zumindest Richtung rechte Hand. Bisschen ein Einrollen, ein Loslassen in der Hüfte. Vielleicht, Momo, kannst du die Füße noch eine Spur auseinanderziehen, die Hüfte noch eine Spur aufmachen. Genau. Beobachtet, spürt ihr den Rücken.
Und dann wieder mit der Einatmung nach oben denken, zuerst in die Aufrichtung mit der Ausatmung, sanft weiter in die Drehung. Macht's nichts, wo der Atem euch nicht mehr begleiten kann. Bleibt ein Einatmen, der Scheitel zieht Richtung Decke, ein Ausatmen, die linke Brustseite öffnet. Und ein nur zur Mitte zurückdrehen. Ausatmen, die Hände auf die Knie. Bevor wir wiederholen und ein bisschen bleiben, vielleicht können wir die Beinposition umdrehen. Vielleicht braucht ihr ein bisschen mehr Erhöhung mit der Decke oder dem Polster und versucht den Fuß, ihr könnt gern die Beine kurz strecken, der jetzt näher bei euch war, sozusagen an die weiter weg Position zu rücken. Schaut mal, wie sich das anfühlt, wenn es schwieriger ist mit der Aufrichtung über die Wirbelsäule, weil die Hüfte da jetzt ein bisschen mehr sperrt, braucht es nur das bisschen mehr Unterlage, Erhöhung. Dann sollte die Aufrichtung genauso möglich sein. Dann beginnen wir wieder mit Vor- und Rückbeuge. Wir verbinden es mit den Armen, dann haben wir mehr Hebel und spüren das noch besser. Ihr nehmt es mit dem Einatmen wieder die Arme hoch, bleibt es aber, bringt die Finger ineinander, dreht es mit dem Ausatmen noch die Handflächen nach oben. Genau. Und dann öffnet es mit dem Einatmen stärker in die Rückbeuge, Brustbein hebt, die Arme ziehen nach hinten und aus in die Vorbeuge. Rund machen, die Arme ziehen parallel zum Boden, nach vor die Handflächen schieben. Und so wiederholt es ein paar Mal, ein öffnen, aus, ganz rund machen, Helga, richtig Kinn zur Brust, einrollen, 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 denkt dran, genau, Kinn beginnt, Hüften lassen locker, ein, wieder öffnen, ausatmen, einatmen, bleibt in der Öffnung. Haltet 3 Atemzüge nach Möglichkeit. Also zuerst hoch, Andi, versucht die Rückbeuge zu verstärken. Brustbein hebt, unterer Rücken schiebt vor. Wie viel ihr den Nacken integriert, bleibt euch überlassen. Probier Wilfried die Arme ganz zu strecken. Und dann macht es euch mit der Ausatmung rund. Schiebt die Arme in dieser parallelen Position nach vor. Wirklich wie dieses Schieben und Gegenschieben. Wilfried, dreh die Handflächen noch Richtung Computer. Genau, dann habe ich noch mehr Impuls. Die Schulterblätter schieben nach hinten. Spürt die Rundung. Angie, probier noch mehr im unteren Rücken. Genau, das Gewicht sinkt so ein bisschen nach hinten unten. Da habt ihr vielleicht schon beobachten können, das fühlt sich in der Früh viel intensiver an. Durch das lange Liegen merke ich diese Dehnung entlang der Wirbelsäule. Einatmen, kommt noch einmal in die Öffnung. Und ausatmen, setzt die rechte Hand zur Seite ab. Dreht die linke Handfläche nach unten. Zieht die linke Schulter weg vom Ohr, wir haben Zeit. Wer merkt, die linke Hüfte kann gut offen bleiben, die Seitneigung ist da, der untere Rücken kann vorschieben. Ihr könnt es auch versuchen, ein bisschen mehr den Unterarm abzulegen, vielleicht nicht ganz. Dann merke ich sofort, wie intensiv der Zug über diese linke, vor allem Oberkörperseite eben wird im unteren Bereich. Bleibt da ein paar Atemzüge. Zieh Monika den Arm mehr nach hinten. Brustbein heben. Also die Hand an die ruhig außen zum Boden, ein Stück weit weg vom Bein, genau. Und vielleicht kann sogar ein bisschen der Unterarm absenken. Je tiefer ich gehe, umso intensiver zieht es. Und dann wieder im Arm verlängern. Langer Armstreck, genau. Schulter weg vom Ohr. Wir gehen jetzt gleich von da in die Drehung. Das heißt, ihr lasst gleich die linke Hand
Zum rechten Knie gehen, kommt in eure Kugel. Entspannt den Nacken, entspannt die linke Schulter. Lasst es nicht nur los in der linken Hüfte, sondern arbeitet aktiv. Und dann kommt es mit der Einatmung in die Aufrichtung. Die Drehung bleibt. Ihr verstärkt die Drehung mit der Ausatmung. Aktiviert eure Bandas. Spürt, was an Drehung möglich ist. Hängt immer viel auch von unserer Beinposition ab. Die Hüfte ermöglicht eine andere Drehung als zum Beispiel eine Stehposition oder ein Fersensitz. Aber immer diesen Fokus auf den Beinen und auf der Körpermitte. Dann merke ich vielleicht auch, dass ich jetzt noch die rechte Hand lösen und hinterm Rücken vorbeiführen kann, sodass die rechte Hand Richtung linke Oberschenkel, Innen- oder Oberseite zieht. Dann spüre ich erst, wie viel Kraft ich auch brauche, wenn ich in die Drehung gehen möchte. Bleibt's gut in der Atmung. Die Finger können natürlich jederzeit wieder aufsetzen. Und dann dreht's mit der Einatmung zur Mitte zurück. Atmet's aus, immer wieder tief in den Beckenboden. Einhebt die Arme über die Seite an. Ausatmen, setzt die linke Hand schon ein Stück außen ab. Dreht die rechte Handfläche nach unten, der Arm ist lang, die Schulter zieht weg vom Ohr. Und wie gesagt, wer mehr in die Seitneigung gehen kann, wenn die rechte Hüfte offen und unten bleibt, zuerst die Seitneigung an die, also linke Hand greift zum Boden und der Arm zieht über den Kopf noch in die Seitstreckung. Genau. Und dann könnte wieder der linke Unterarm versuchen, ein bisschen abzulegen. Nimm die Hand genau noch mehr nach außen. Die Finger zeigen zur Seite, nicht nach vorn. Margret, auch den Arm wieder verlängern. Spür die Linie vom Rumpf und nimm den Arm weiter nach unten. Mehr Richtung Ohr, Margret, den Arm. Und dann haben wir gesagt, wir gehen direkt in unsere Kugel, rechte Hand zum linken Knie, das Einrollen, wo die Stirn nochmal so ein bisschen Richtung Hand sinkt, der Nacken und die rechte Schulter auch dazwischen wieder loslassen können. Immer wieder Helga Fokus auch Richtung rechte Hüfte. Es ist schwierig, aber ich merke dann, ah ja, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen gehalten. Dann lasse ich halt wieder ein bisschen los. Beobachtet auch gut diese Verbindung zum Atem. Wo findet ihr die Unterstützung, auch wenn ihr eben einen Impuls setzen möchtet aktiv? Was hilft mir mehr in dem Moment, meine Hüfte loszulassen? Ist es das Aus- oder das Einatmen? Was hilft mir jetzt mehr in der Aufrichtung? Wahrscheinlich das Einatmen, wenn ihr zuerst euch groß macht und dann noch weiter in die Drehung geht. Die linken Fingerspitzen zuerst hinten aufsetzen lasst. Und dann, wenn die Drehung da ist, die Kraft da ist in der Körpermitte, die linke Hand vielleicht auch hinterm Rücken vorbei führt Richtung rechte Oberschenkelinnenseite. Wenn ich in der Drehung bin, gibt meine Brustwirbelsäule vor, wie weit meine Halswirbelsäule dreht. Wenn ihr da offen seid, wenn die linke Schulter nach hinten unten arbeiten kann, dann dürft ihr gern auch mit dem Kopf weiter mitdrehen. Haltet euch dann nicht zurück, wenn die Bewegung da ist. Wenn das nicht unangenehm ist im Nacken. Bisschen vielleicht das Kinn zur Brust, damit ich merke, ah ja, da geht noch ein bisschen mehr Drehung. Das sollte möglich sein, ja, dass sozusagen von der Linie unser Kinn über dem Schultergürtel steht ungefähr. Mit der Einatmung dreht es zur Mitte zurück. Atmet es aus, spürt es nochmal die Aufrichtung. Nehmt euch dann nochmal kurz Zeit.
bevor wir als Ausgleich und Übergang dann tief in die Vorbeuge gehen. Ihr hebt noch einmal die Arme an, das findet sich ja auch immer in diesen Übergängen, egal ob im Stehen oder Sitzen. Ich habe ein Öffnen, eigentlich wie eine Rückbeuge, und dann senkt ihr vorn über mit dem Ausatmen in die Vorbeuge. Dann könnte ich nochmal in eine halbe Vorbeuge gehen, das heißt, das Brustbein hebt, der untere Rücken schiebt nochmal vor und dann senke ich tief ab. So wie wir es ja in vielen Positionen Asanas auch finden im Übergang. Lasst den Nacken locker. Beobachtet es für euch. Liegen die Handflächen auf? Liegt vielleicht ein Teil vom Unterarm auf? Mit der Einatmung schiebt das Gewicht dann langsam vorn drüber. Wenn das nicht möglich ist, geht es über die Seite weiter in den Vierfußstand. Wir nehmen da all diese Bewegungsrichtungen nochmal auf. Wir beginnen mit der Vor- und Rückbeuge, mit dem Rundmachen und Öffnen. Jeder in seinem Tempo, ein bisschen mehr Spielraum als im Schneidersitz. Verankert gut euren Riss, also lasst ihn flach, Momo, zum Boden gehen. Auch Andi, legt die Füße nach oben, spürt den Unterschied. Genau. Wichtig vor allem da in der Rückbeuge. Und vielleicht nicht zu viel an dem im Nacken, wenn du da einatmest. Immer schauen, dass das noch irgendwo diese Linie ist. Das heißt, im Rundmachen muss ich mich sicher ein bisschen mehr darauf fokussieren, dass mein unterer Rücken auch schön in die Rundung kommt. Beim Öffnen ist es dieser Fokus, dass die Brustwirbelsäule in die Rückbeuge kommt und der Nacken nicht zu viel macht. Wir verstärken mit dem nächsten Einatmen. Holt euch das linke Bein und den rechten Arm in die Streckung. Bleibt ein paar Atemzüge. Will ich auch diese Kräftigung, wenn es zu viel wird fürs linke Handgelenk, jederzeit lösen. Aber wir setzen dann schon die rechte Hand wieder mit der Ausatmung ab. Drehen den rechten Fuß ein bisschen nach außen, wenn ihr ihn kurz hebt. Dann merke ich eh schon, wie das Gewicht in die rechte Hand geht. Und ihr könnt es einmal in dieser Zeitstützposition versuchen, das linke Bein, den linken Arm zu heben. Die Wirbelsäule ist relativ neutral ausgerichtet. Ihr versucht es zu strecken. Nimmt Monika den rechten Riss wieder flach zum Boden. Und dann setzt sie den linken Fuß mit der Ausatmung hinten ab. Die Zehen zeigen so ein bisschen nach außen. Und ihr löst das Gewicht aus der rechten Hand. Kommt sie in einen Bogen hoch. Die linke Hand gleitet entlang vom linken Bein nach unten. Und je mehr ich den rechten Arm drüber hole, komme ich wieder in so eine Seitstreckung. Das linke Bein gestreckt, Andi, nicht gebeugt. Das linke Bein gestreckt, genau. Und dann gleitet die linke Hand, der Arm ist auch gestreckt entlang vom linken Bein nach unten. Genau. Wieder ein bisschen Becken vorschieben und Steff, probier an dieser Armlänge zu arbeiten. Die Schulter senkt ab und dann versucht aber der Arm zu strecken. Gut, die Bahn, das Arbeiten. Und einatmen, wieder über den Bogen retour aus, die rechte Hand zum Boden. Ein, die linke Hand dazu. Dann kommen wir über den Stütz. Ihr könnt kurz beide Füße hinten abstellen, in die V-Stellung direkt weiter. Bewegt abwechselnd die Fersen Richtung Boden.
Macht es bewegt, ihr könnt jederzeit wieder auf die Knie kommen. Die, die die Kraft haben, bleiben dann ein paar Atemzüge in der Vorstellung und finden in der Position auch zur Ruhe. Das heißt, die Fersen können dann, wenn ihr ein bisschen mobilisiert habt, auch wirklich einmal sinken Richtung Boden. Der Nacken ist lang. Spürt wieder eine Linie entlang der Wirbelsäule. Mit der Einatmung schiebst das Gewicht ein bisschen vor. Beugt die Knie und lasst sie bis knapp über den Boden sinken. Versucht das Gewicht eher nach vorn zu bringen in die Handflächen, außer es ist euch geholfen, wenn ein schrägerer Winkel bleibt. Also ich kann durchaus, Andi, auch ein bisschen den Winkel im Handgelenk abflachen und weiter hinten bleiben mit der Schulterlinie. Zum Rücken gehört eben schon angesprochen natürlich auch immer die Kraft über die Vorderseite, auch die Beweglichkeit über die Vorderseite. Das spüre ich jetzt gut, wenn ich da versuche, ein paar Atemzüge zu bleiben. Der Nabel zieht nach innen, der Bauch ist gefühlt fest. Lasst den Kopf, ihr wollt nicht zu viel absenken, der Hinterkopf schiebt fast so ein bisschen Richtung Decke gefühlt. Und jederzeit dann die Knie zum Boden. Lasst euch einmal mit dem Gesäß auf die Fersen, mit dem Oberkörper nach vorn sinken. Entspannt den Nacken. Spürt eure Atmung. Doch da passiert ganz viel über den Rücken. Ich lasse mich da sinken. Wenn meine Hüften das zulassen, dann legt sich der Oberkörper in dieser Vorbeuge immer mehr drüber. Über die Beine. Dann richten wir uns wieder im Vierfußstand ein mit der Einatmung. Mit der Ausatmung beginnt sie euch rund zu machen. Lasst euch ein bisschen Zeit, wieder Katzekuh. Einöffnen. Wenn ihr euch rund macht, versucht das Gewicht vorn zu lassen, also die Schulter über der Linie der Handgelenke. Finger immer schön breit, je mehr Aktivität wirklich über die Hand da ist, und damit sind eben alle Finger gemeint, die Hand, Ballen, umso mehr Entlastung findet auch wieder im Handgelenk statt. Mit der nächsten Einatmung streckt sie den linken Arm und das rechte Bein. Lasst euch Zeit, verankert den Riss im Boden, dreht den linken Fuß ein bisschen nach außen, indem ihr ihn kurz anhebt. Dann bringt die linke Hand zum Boden und verlagert das Gewicht flach wieder im linken Riss. In diesen Seitstütz. Ich denke wirklich nach oben. Mein linkes Schienbein schiebt in den Boden, meine linke Hand. Und die ganze rechte Körperseite wächst nach oben. Probier mal, Andi, wenn du keine Balance findest, lass den linken Fuß noch ein bisschen nach außen, fast von der Matte runterkommen. Das hilft genau. Ich will schon in der Balance gefordert sein, also ich mache es mir nicht zu leicht, aber ein bisschen. Finde zwischendurch deine Verankerung über den linken Fuß. Wieder gezielt auch die Muskulatur aktivieren, die es dafür braucht. Dann bringt sie den rechten Fuß zum Boden, die Zehen zeigen nach außen. Ich kann noch so ein bisschen gleiten mit dem rechten Fuß im Hochkommen und finde dann gut in so einer fließenden Bewegung, wie es die Monika jetzt gemacht hat, in meine Seitneigung. Die rechte Hand gleitet entlang vom rechten Bein nach unten.
Ich will Streckung über die linke Oberkörperseite wahrnehmen, kein Komprimieren über die rechte Seite im unteren Rücken. Anders sind aktiv. Der Atem unterstützt mich. Langsam mit der Einatmung wieder Richtung Mitte zurück. Die rechte Hand zum Boden, findet sie in den Stütz. Wer Lust hat, kann natürlich gern sanfter auch ein Vinyasa machen bis zur Fahrstellung. Also wenn ihr in Bauchlage gehen möchtet und in die Cobra. Dann kommt es in der Fahrstellung zur Ruhe, findet einen guten Abstand. Versucht es für euch ein bisschen zu bleiben und zu spüren, ob ihr differenzieren könnt, diese einzelnen Abschnitte entlang der Wirbelsäule. Wo ich recht leicht hinspüren kann, ist natürlich die Halswirbelsäule. Schaut mal, was es mit euch macht, wenn ihr das Kinn versucht zur Brust zu ziehen, wie als würde ich wirklich mein Trishti-Nabel auch anschauen. Schaut mal, was es mit euch macht, wenn ihr den Kopf ein bisschen dreht, von einer zur anderen Seite. Wenn ihr vielleicht das Kinn auch einmal ein bisschen anhebt und den Blick weiter nach vorne nehmt. Das spüre ich dann bis in den unteren Rücken. Dann entspannt wieder die Halswirbelsäule, probiert es mal die Brustwirbelsäule anzusprechen. Wem es zu viel wird, der geht auf die Knie und macht dasselbe da. Bisschen rund machen, bisschen öffnen in der Brustwirbelsäule. Drehung ist ja an sich jetzt nicht wirklich möglich. Dann sprecht es noch den unteren Rücken an, auch da. Versucht Rück- und Vorbeuge im unteren Rücken. Je flexibler, umso leichter ist es, ohne dass ich das Gewicht zu viel nach vorn verlagere. Dann kommt es in kleinen Schritten Richtung Hände. Lasst euch in die Vorbeuge hängen, genauso wie wir im Fersensitz das vorher gespürt haben, spürt es jetzt auch in dieser stehenden Vorbeuge. Ihr könnt die Knie ein bisschen winkeln und euch so richtig reinsinken lassen in diese Verbindung auch vom Oberkörper zu den Beinen. So fein das Gewicht vom Kopf zu spüren. Das hängt sich dran an die Halswirbelsäule, aber dann auch in Folge spüre ich das. Entlang der ganzen Wirbelsäule bis zum Becken. Das Gewicht schon gut auf den Füßen verteilt. Nicht nur auf den Fußballen, nicht nur auf den Fersen, ganz gleichmäßig. Schaut, dass ein bisschen Abstand, Steff, da ist zwischen den Füßen. Ich finde es immer feiner, sie berühren sich gerade nicht. Wir wissen, die Zehen sind so ein bisschen enger zusammen als die Fersen, aber auch da, gerade so, dass sie sich nicht berühren, dann steht wirklich jeder Fuß für sich und jedes Bein arbeitet für sich. Ich spüre das spätestens in der Aufrichtung, auch dass da mehr Balance da ist. Kommt es langsam hoch. Genießt dieses Rundmachen, dieses Aufrollen, Wirbel für Wirbel. Die Arme hängen. Die Schultern ziehen nach hinten unten. Wir heben mit dem Einatmen die Arme an und senken mit dem Ausatmen dann vornüber. Winkelt leicht die Knie, spürt die einzelnen Bewegungsrichtungen. Jetzt geht sie in die halbe Vorbeuge.
Wenn ihr da ein bisschen bleibt, spürt es, eigentlich ist es eine Rückbeuge. Vom Positionieren her schiebt schon der untere Rücken vor, das Brustbein hebt. Und dann steigt es in einen weiten Ausfallschritt über das rechte Bein zurück. Lasst das linke Knie beugen und findet es langsam mit dem linken Knie über der Ferse, mit dem linken Fuß, der großen Zehe gut verankert, in eine Aufrichtung über den Oberkörper. Die Arme ziehen nach oben und jetzt spürt ihr ein bisschen die Position vom Oberkörper. Wir versuchen es zu optimieren, indem wir jetzt zuerst ein bisschen das linke Bein strecken, den Oberkörper ein bisschen mehr in die Aufrichtung, gefühlt mehr noch zurückholen von der Position und dann winkelt ihr wieder ganz im linken Bein. Wieder, wenn es euch viel wird, dieser eine Kraftakt jetzt dazwischen, könnt ihr jederzeit das rechte Knie zum Boden bringen. Wenn ihr es halten könnt, streckt es immer mehr im rechten Bein. Immer wieder aktiv die Kniekehle. Jetzt bringt einmal die Arme in eine waagrechte Linie zur Seite. Die Handflächen drehen nach vor. Wir versuchen zuerst wieder Drehung. Ihr könnt einmal schauen, wie weit könnt ihr nach rechts drehen. Lasst den Atem euch begleiten. Erlaubt den Blick mitzudrehen. Wir haben gesagt, der Brustkorb gibt vor. Dann dreht es wieder zur Mitte und dann dreht es nach links. Wer mit dem Knie am Boden ist, wahrscheinlich ist angenehmer, der Rist ist flach. Probiert es einfach für euch aus, was stimmiger ist. Bleibt ein bisschen in der Drehung nach links. Und da können wir noch so schön eine Seitstreckung einbauen mit einer Drehung. Wenn ihr die linke Hand zur Oberschenkelrückseite vom rechten Bein bringt und den rechten Arm über den Kopf zieht. Wie gesagt, jederzeit das rechte Knie zum Boden beugt, wieder mehr Monika links im Knie, verliert nicht die Position. Und dann dreht es zur Mitte, indem ihr löst zurück, bringt alle das rechte Knie zum Boden. Könnt euch natürlich auch über die Hände helfen, den rechten Rist flach. Und wir setzen uns vorsichtig zurück Richtung rechte Ferse. Die Hände gehen zum Boden. Ihr könnt euch gern was zwischen Ferse und Gesäß nehmen, einen Polster oder eine Decke. Ihr könnt das linke Knie winkeln. Es soll eine angenehme, ausgleichende Position sein. Der Oberkörper senkt vorsichtig ein bisschen in die Vorbeuge ab, ohne dass die Dehnung zu intensiv ist. Ihr findet eine Position, wo ihr einen Ausgleich findet zu dieser intensiven Kräftigung, zu diesem Halten, das da jetzt stattgefunden hat. Der Ausgleich findet immer auch über die Atmung statt. Und ganz langsam beginnen wir mit dem Einatmen wieder das Gewicht nach vorn zu verlagern, wenn die Hände seitlich stützen, das vordere Knie beugen beginnt. Ihr positioniert die Hände auf Fuß, auf Zehenhöhe und wechselt langsam für euch in den Stütz, indem die rechten Zehen aufstellen und das Knie löst. Und von dort geht es langsam weiter. Übers Vinyasa in die Vorstellung.
Bleibt ein paar Atemzüge. Ich kann mir in der Vorstellung eine Seitstreckung holen, indem ich die Fersen vielleicht für ein, zwei Atemzüge hebe und nach rechts drehe. Beide heben, beide nach rechts drehen. Dann ja gar nicht die Hand heben, Monika, die linke, die bleibt am Boden. Genau. Spüre ich so ein bisschen die Seitstreckung links, dann kann ich die Fersen wieder zur Mitte führen, beide nach links drehen. Dann spüre ich die Seitstreckung über die rechte Seite. Ruhig ganz nach links drehen die Fersen, nicht nur ein Stück wirklich, dass sie nach links schauen. Die Zehen schauen dann nach rechts an, die, wenn ihr ganz dreht. Der Fuß ist also waagrecht ausgerichtet, nicht mehr senkrecht, wenn wir so denken. Genau. Wieder zur Mitte, wieder die Fersen zum Boden, also wieder in die Fahrstellung, Helga, hinein. Und dann kommen wir übers Vinyasa, also übers Vorsteigen mit der Einatmung wieder in Samastiti. Du schließt den Oberkörper Richtung Beine. Ihr richtet euch Wirbel für Wirbel auf. Lasst euch da wieder Zeit. Genießt, zwinkelt Raluca ein bisschen mehr die Knie. Dann wird nämlich die Rundung auch intensiver. Und dann heben wir aus Samastiti die Arme mit der Einatmung an. Kommen mit der Ausatmung in die Vorbeuge. Ein in die halbe Vorbeuge. Aus links der große Ausfallschritt zurück. Langsam. Je mehr Aktivität in den Beinen, umso mehr Stütze. Alles, was am Boden auch Kontakt hat, hilft allem, was vom Boden wegziehen. Ihr richtet euch auf mit dem rechten Knie über der rechten Ferse, aktive rechte Zehe. Spürt kurz, was möglich ist im Oberkörper. Spürt auch, falls ein Druck im unteren Rücken ist, kann ich den am besten ausgleichen. Wir machen es alle, indem wir das rechte Bein einmal strecken. Ein bisschen, es muss nicht ganz sein. Dann kann der Oberkörper in der Linie zurückrücken, der untere Rücken ist ein bisschen freier. Und dann beuge ich mehr aus der Hüfte. Ich lasse das rechte Knie wieder beugen, soweit es mir möglich ist. Aber spüre, der Oberkörper hat so ein bisschen eine andere Linie gefunden. Von da öffnen mit der Ausatmung die Arme zur Seite. Ihr wisst, ihr könnt jederzeit das linke Knie absenken. Hier geht es zuerst in die Drehung nach links, in eurem Tempo, nicht zu schnell. Ein paar Atemzüge bleiben, der Blick kann über die linke Seite mitdrehen. Das rechte Knie bleibt über der Ferse. Ihr dreht es dann über die Mitte in eurem Tempo zur anderen Seite. Da wieder bleiben. Da haben wir dann diese Seitstreckung mit der Drehungenkombination eingebaut. Rechte Hand geht zum linken Oberschenkel. Der linke Arm zieht in dieser Seitstreckung über den Kopf. Also Wilfried, der linke Arm geht hoch und verlängert die linke Körperseite. Die rechte Hand geht zum linken Oberschenkel. Dreh nochmal zuerst nach rechts, Wilfried. Nach rechts nochmal, genau. Jetzt die rechte Hand zum linken Oberschenkel. Rechte Hand zum linken hinteren Oberschenkel. Ja, genau. Und dann zieht der linke Arm drüber. Ihr könnt zur Mitte langsam zurückdrehen. Das linke Knie dann alle zum Boden bringen. Den Rist flach, die Hände können helfen. Und vorsichtig setzt ihr euch Richtung oder auf die linke Ferse. Rechte Knie kann beugen, die Dehnung darf natürlich spürbar sein über die rechte Beinrückseite, aber sie soll nicht zu intensiv sein. Die Hände setzen rechts und links am Boden auf, vielleicht sind es auch nur die Fingerspitzen.
Und ihr lasst euch vorsichtig ein bisschen hineinsinken. Wie sich die Wirbelsäule in einer Vorbeuge ausrichtet, hängt ganz viel natürlich auch von der Dehnung ab, der Beinrückseiten. Also wenn ich sehr offen bin, kann es wirklich auch einmal so sein, dass ich fast so eine Rückbeuge habe über die Wirbelsäule, dass der untere Rücken vorschiebt, das Brustbein hebt. Je verkürzter, umso runder ist die Position. Das heißt aber natürlich nicht, dass sich da nichts tut. Je nachdem, wie weit ich den Oberkörper absenke, richtet sich die Wirbelsäule anders aus, als wenn ich ihn weiter oben lasse. Da habe ich mehr Spielraum. Mit der Einatmung vorsichtig wieder lösen, bringt das Gewicht nach vor. Findet es nochmal in den Stütz und in ein Absenken. Sucht euch nochmal einen Übergang bis zur Fahrstellung. Wir gehen jetzt dann von der Fahrstellung, ich sage es euch an, nochmal in eine Kräftigung. Es ist, zielt auf den Rumpf ab, aber wir kommen jetzt in dem Fall nicht drum herum, dass wir auch die Arme kräftigen. Das heißt, wenn es zu viel wird in den Handgelenken und je kürzer der Abstand wird, ihr werdet es gleich merken, umso intensiver, jederzeit schon auf die Fersen sinken und die Hände entlasten. Wir versuchen, über den Riss drüber zu rollen und die Knie wieder knapp über dem Boden zu halten, aber diesmal eben mit flachem Riss. Am Anfang, wenn ich drüber roll, bin ich vom Abstand, so wie die Monika, mit dem Becken eigentlich ziemlich genau über den Knien, mit den Schultern, wenn uns das eben möglich ist, ziemlich genau über den Handgelenken. Also Helga, stabiler Rücken, nur die Kniewinkel. 90 Grad in den Knien, genau. Aktiviert die Finger. Dann geht es kurz nach unten auf die Knie. Ihr könnt auch gern das Gewicht kurz zurückschieben und lasten. Dann versuchen wir jederzeit wieder hineinzugehen, aber die Hände eine Spur zu uns herzuholen. Vielleicht immer so ungefähr eine halbe Handlänge. Und dann hebt ihr wieder die Knie an. Knapp über dem Boden, versucht es wieder ein paar Atemzüge zu bleiben mit diesem kürzeren Abstand. Wenn mir die Kräftigung eben in Kombination mit den Armen zu viel ist auf den Handgelenken, ihr könnt es auch gerne in ein Boot wechseln. Und sagen, ihr fokussiert es jetzt ganz auf den Rumpf. Jederzeit wieder absenken, wieder auf die Fersen. Und vielleicht dann noch einmal den Abstand verkürzen. Je näher die Hände, umso intensiver dann Richtung Körpermitte auch. Probiert es noch einmal. Wer Lust hat, auch dann noch ein viertes Mal. Drückt euch raus, atmet. Senkt es wieder ab. Wer will, bleibt schon auf den Fersen. Wer noch vom Abstand sagt, er kann, möchte einmal verkürzen, kann das noch machen. Und ihr gleicht dann in der Kindhaltung aus. Ganz
eine feine Position, die Kindhaltung für die Wirbelsäule. Wirklich auch dieser Bezug wieder, das hat ja Kindhaltung, ja, zu dieser Ausrichtung, die wir ganz am Anfang unseres Lebens erfahren. Das ist im Bauch, wenn wir noch in dieser Embryostellung sind. Hat er auch was, ne? Dieses Geschützte für sich sein. Bleibt in der Ujjayi-Atmung. Und löst dann und wechselt über die Seite, langsam in Rückenlage. Ihr könnt hochrollen, über die Seite euren Weg ins Liegen finden. Wir stellen das rechte Bein auf, drücken die Fußsohle in den Boden. Nehmen mit der Einatmung die Arme nach hinten und heben das Becken an, sodass eure linke Hüfte ein bisschen in die Streckung kommt. Ihr bleibt da, die linken Zehen machen lang. Ihr könnt jedes Asana immer auch dynamisch ansetzen. Also wenn ich merke, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, ich kann jederzeit wieder raus, reingehen. Versucht, die Streckung über die linke Hüfte aufzubauen, auch wenn sie nur sanft ist. Ganz wichtig für die Wirbelsäule, vor allem für den unteren Rücken, dass die Hüfte auch streckt, nicht nur beugt, so wie wir es die meiste Zeit des Tages halten, wenn wir sitzen. Mit der Ausatmung legt es dann wieder ab, holt euch direkt das rechte Knie mit der Einatmung zur Brust, die linke Hand geht außen, rechtes Monika bleibt, die linke Hand geht außen zum rechten Knie, der rechte Arm streckt zur Seite. Wir gehen noch weiter in diese Drehung, die ihr alle gut kennt, langsam. Ganz eine feine Bewegung. Das soll nicht unangenehm sein. Geht da nicht irgendwo drüber, wo es sperrt. Dosiert es, lasst das rechte Schulterblatt am Boden. Und versucht trotz dieser Drehung auch so ein bisschen Länge wieder hineinzubringen. Fast so ein bisschen gefühlt eben auch eine Seitstreckung. Wenn die rechte Hüfte ein bisschen absenkt, und ihr über den rechten unteren Rücken ein bisschen euch lang macht. Der Blick kann zur rechten Hand gehen. Also wir hätten da auch nochmal die Drehung über die Halswirbelsäule. Lange, gleichmäßige Atemzüge. Immer länger. Ein zur Mitte, langsam zurück. Bänder sind noch aktiv. Aus, beide Knie kurz heranziehen. Bleibt ein Einatmen. Stellt dann im Ausatmen das linke Bein auf, streckt das rechte. Kurz mit dem Einatmen die Arme nach hinten, das Becken hebt an, die Zehen zeigen nach vorne, der Riss ist lang. Genau, Andi, nimm die Arme nochmal vor mit der Ausatmung. Und am besten dann gleichzeitig dieser Impuls, dass wenn die Arme wieder zurückgehen, der linke Fuß in den Boden schiebt und das Becken wirklich löst, also das Gesäß anhebt. Genau. Vielleicht, Andi, ist der linke Fuß ein bisschen zu nah. Probier mal, wie es ist, wenn er weiter wegrückt. Genau. Wie gesagt, ihr könnt es dynamisch handhaben, ihr könnt es jederzeit schon lösen und in die Drehung weitergehen. Ganz euer Tempo zum Schluss. Wenn ihr in die Drehung geht, zieht das linke Knie zur Brust.
Der linke Arm streckt nach außen, die rechte Hand greift außen das linke Knie. Und schön, Helga, mit der Atmung. Versuch, Helga, nicht zu drehen, ja, im Becken. Leg nochmal gerade ab. Genau, weil dann geht mir die Rotation verloren, wenn ich da mitdrücke. Lieber weniger, schauen, dass die linke Schulter am Boden bleibt. Genau. Sonst nehme ich mir ein Stückchen von der Rotation, wenn ich da auf die linke Seite rück. Gut atmen. Jederzeit zur Mitte zurück in Apanasana, also mit herangezogenen Knien. Nochmal die Ausrichtung finden. Der untere Rücken sinkt in den Boden. Dann legt sie in Shavasana ab. Denkt dran, euch gut zu positionieren. Der untere Rücken soll sich entspannen können. Also vielleicht braucht es auch eine Unterlage unter den Knien. Die Halswirbelsäule soll sich entspannen können. Also vielleicht braucht es eine leichte Erhöhung unterm Hinterkopf. Und ganz langsam steuert sie nochmal einzelne Bereiche an, geht sie in ein Anspannen und Lockern. Zuerst den Beckenboden, ganz aktiv nochmal anziehen, vielleicht ja mit der Einatmung und dann mit der Ausatmung das Loslassen. Dann im Uddiyana Bandha, Nabel nach innen ziehen, aktiv, aktiv, aktiv und loslassen mit der Ausatmung. Im unteren Rücken, ihr schiebt ihn in die Matte, soweit das möglich ist in der Position. Und entspannt ihn, spürt, dass da ganz automatisch ein bisschen Abstand ist zum Boden, der uns nicht daran hindert, uns da entspannt zu fühlen. Im oberen Rücken schiebt den Rücken in die Matte und löst wieder. Dann noch über die Halswirbelsäule, indem ihr den Hinterkopf in die Matte drückt. Und auch da mit einem langen Ausatmen dann loslassen. Dann kommt der Atem ganz zur Ruhe. Diesen Zustand, dass die Wirbelsäule sich nicht aufrecht halten muss. Dass sie trotzdem gestreckt ist und sich jetzt nicht irgendwo krümmt in dieser Liegeposition. Bauch ist weich und entspannt. Atem fließt ruhig und frei.
Ganz langsam beginnen wir dann wieder uns durchzubewegen. Kreuz über eine Seite, langsam weiter dann ins Sitzen. Wir richten uns noch einmal auf im Schneidersitz. Versucht es nicht nur jetzt, sondern dann auch vielleicht noch die nächsten Minuten, vielleicht aber auch noch länger. Immer wieder in diesem Nachspüren zu sein. Immer wieder euch bewusst zu machen, wie fühlt sich jetzt meine Wirbelsäule, mein Rücken an, in gewissen Bewegungen. Wenn wir vielleicht dann arbeitsbedingt länger sitzen und dann nach einiger Zeit wieder aufstehen. Vielleicht kann euch das wirklich noch über den Tag ein bisschen begleiten, dieses Bewusstsein dafür, wie ihr euch ausrichtet. Es ist kein Zwang, dass wir immer optimal ausgerichtet sein müssen. Das ist nicht möglich. Aber vielleicht schaffen wir es durch dieses Bewusstsein am Ende des Tages, diese Balance dann gehalten zu haben aus Bewegung und Ruhe, sodass wir eben mit einem Wohlbefinden dann auch den Tag beenden können. Wir falten zum Abschluss die Hände vor der Brust. Wir verneigen uns vor uns selbst und voreinander. Dankeschön.